Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar der Wochenbotschaft der Engel und zwar in der Woche vom 20. bis zum 26. Mai sind wir jetzt schon wieder und in dieser Woche haben wir wieder einen Portaltag und zwar am 26. direkt an dem Sonntag und die Energie der Engel startet endlich, also viele haben mich angeschrieben, wollten jetzt noch unbedingt dabei sein. Und der Frühbucherpreis gilt noch, also ich habe es noch nicht ganz hochgesetzt und wenn du noch mitmachen möchtest, kannst du das bis zum Sonntag anmelden, noch zu diesem günstigeren Preis und dann steigt er. Und wenn du dabei sein willst, dann kannst du natürlich auch noch deinen Button bekommen vorher rechtzeitig. Ja, wir werden diesmal mit Erzengel Metatron arbeiten in dem Energiekreis, der leitet diesen Energiekreis sozusagen und hilft dir dabei, deinen Seelenplan immer besser und besser zu erfüllen. Und wenn du gerade vor so Aufgaben stehst, neue berufliche Herausforderungen hast oder auch im privaten Bereich neue Beziehungen anstehen, Partnerschaften, dann ist dieser Kreis wirklich so ein richtiger Energiebooster für dich. Erzengel Metatron steht ja für das Pushen auch der Energie und dazu dient es wirklich so die Kraft des Lichtes jetzt für dich zu nutzen und deine Aufgaben nach vorne zu bringen. Und wenn du so einen Push brauchst, dann komm super gerne dazu. Und heute schauen wir in die Karten vom 20. bis zum 26. und alle Erzengel begleiten uns. Vielleicht kennst du die Kristalle, ich liebe sie. Ja, sind die Erzengelkristalle und ich sage gleich noch mehr dazu. Und wir werden dann auch noch so eine Energieübertragung mit diesen 12 Erzengeln machen für die Woche, auch als Schutz. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit den Karten und bis gleich. So, und ihr seht, ich habe die Karten aufgebaut für die kommende Woche. Und wir haben wieder zwei Auswahlmöglichkeiten, wie immer. Und zwar diesmal ein bisschen Schmuck und wie gesagt die 12 Erzengel. Und wenn du so den Schutz, den Engelschutz für die nächste Woche haben willst, dann bleib unbedingt dran. Machen wir am Ende des Videos, werde ich eine Energieübertragung machen mit all den 12 Erzengeln. Und die rechte Seite hat heute das Chakrenarmband. Die gibt es übrigens wieder neu. Die habe ich jetzt wieder in Schwarz und in Weiß allerdings nur. Sonst hatte ich die noch mit anderen Steinen, aber jetzt gibt es die in Schwarz und in Weiß. Und wir haben die wunderschöne Erzengel-Jophiel-Kette diesmal dabei. Und zwar für Fülle und Reichtum. Ja, guck mal, welche Seite dich mehr anzieht, aber nimm dir vorher noch so einen kleinen Moment, bevor du dich entscheidest, für dich, ja, atme mal tief ein und aus und guck mal, ja, dass du jetzt bewusst erstmal hier ankommst und alles durch deinen Atem erstmal wieder abgibst, was dich heute vielleicht geärgert hat und komm ganz bewusst im Hier und Jetzt in unserem Raum an. Und atme nochmal ganz tief ein, halte kurz die Luft an und puste dann die Luft über den Mund wieder aus. Und dann starten wir rein und ich fange an mit der linken Seite. Wenn du dich entschieden hast für das Fülle-Amulett von Erzengel Jophiel, dann geht es bei dir auch um das Thema Reichtum und Fülle jetzt in dieser Woche. Ja, Solarplexus Energie, die auch wieder zu dir kommen möchte. Und es kann sein, dass du da so ein bisschen ja, im Mangel bist oder warst. Und da darf jetzt auch eine Heilung reinkommen. Du hast hier auch Erzengel Jophiel und Raphael stehen. Na, das bedeutet eben auch genau das, dass du da eben auch diesen, ja, diese Heilung in diesem Bereich auch hast. Ne? Das kann emotional sein, dass du dich nicht wertvoll fühlst und das nochmal so rauskommt. Ne? Vielleicht auch am Portaltag nochmal sichtbar wird. Ne? Ich bin nicht gut genug, also all diese Themen. Oder du hast wirklich ein Thema mit Finanzen, was dich jetzt auch schon eine ganze Weile beschäftigt und immer wieder auch so ja, sich zeigt, ja, im finanziellen Bereich. Und da darfst du jetzt in der Woche schauen, ob, ja, Geben und Nehmen, ne, Einnahmen und Ausgaben im Finanziellen,
dass das ausgeglichen ist, ja, und da darfst du wieder mehr Balance hineinbringen. Und wir starten mal rein, und zwar habe ich diesmal mein allererstes Kartenset wieder zur Hand genommen, Heilung der Engel. Und das war die erste Karte, und wir schauen mal, was da zu dir möchte. Und da wirst du nochmal erinnert an deine Einzigartigkeit, ja. Passt auch zu dem Thema Selbstwertgefühl so ein bisschen. Stehe zu deinen Ansichten und gehe deinen ganz eigenen Weg. Richte deinen Fokus nur auf dich und lass dich nicht von anderen davon abbringen. Sich mit anderen zu vergleichen hat zur Folge, dass du dich vergleichst und verstellst und nicht mehr du selbst sein kannst. Ja, du bist einzigartig und genieße das. Vielleicht hast du auch das ist ja auch was von dem Füllebewusstsein, ne, dass du dich nicht gut genug fühlst. Vielleicht ist auch dieses Thema Vergleichen dann so deins, dass du immer denkst, andere sind besser, andere sind schöner, andere sind reicher, andere haben immer Glück. Ja, so nach dem Motto, dass das Gras ist bei den Nachbarn immer grüner als bei mir. Aber ich kann dir auch versichern, das ist nicht so. Ja, auch wenn du zum Beispiel in Social Media, ist ja auch immer oft so eine Falle, ja, siehst diese schönen Bilder und wie toll das alles ist. Und die Realität ist dann doch, wenn man genauer hinschaut, da ein bisschen anders. Und lass dich davon auch nicht so triggern. Ja, es geht wirklich darum, dass du dein eigenes Licht strahlen lässt. Ja, sei mutig und lasse dein Licht strahlen. Ja, so inspirierst du auch andere dazu, ihr Licht strahlen zu lassen. Ja, und geh da wirklich immer mehr rein, dass du einfach auch erkennst, ja, was deine Schönheit ist, was dein Licht ist, was du hier auf die Welt bringen möchtest. Konzentrier dich auf deine Aufgabe. Ja, und das ist auch kein Zufall, dass Erzengel Metatron ja immer wieder auch sich dann meldet zu den Energiekreisen. Ihr wisst ja, ich plane die nie vor, weil ich mich immer auch ja, danach richte, was ist die aktuelle Energie. Und da zeigt sich eben Metatron gerade. Und da geht es jetzt bei ganz vielen eben darum, sich so zu zeigen, wie sie sind, die Seelenaufgabe wirklich auch anzunehmen. Und wenn du da so ein Thema hast, dann schlüpf noch unbedingt mit rein in unseren Energiekreis und sei dabei. Ja, gerade auch dieser Metatron-Button, da ist der Würfel des Metatron drauf. Ich habe den hier nochmal liegen einmal. Das sind die Buttons, die es dazu gibt. Und siehst du, wenn ich jetzt im Licht das so ein bisschen scheinen lasse, da siehst du, das ist der Würfel des Metatron. Und diesen Button bekommt diesmal jeder dazu. Und den werden wir in dem Energiearbeit-Video zusammen für dich auf deine Themen energetisieren. Ja, also egal, was du für ein Thema hast, da fließt die Energie zu dir. Und ja, das wird nochmal magischer. Das habe ich so noch nie gemacht. Und ich freue mich da so drauf, was ihr alle berichten werdet, wenn ihr... ja, das für euch energetisiert, ja. Und auch beim Aufnehmen des Videos war es schon so magisch von der Energie. Und ich bin wirklich gespannt, was die berichten. Ich habe auch schon ganz, ganz viele Rückmeldungen von denen, die schon drin sind, ja. Desto eher man sich anmeldet, desto mehr hat man natürlich auch von dem Monat dann die Energie. Also es geht um deine Einzigartigkeit. Lebe diese Einzigartigkeit und sei da wirklich auch immer mehr... bei dir, also steh da einfach zu dir so, wie du eben bist, ja, und versuch dich da nicht zu verstellen, ne? Dann habe ich zwei Karten gezogen von dem Blockadenlöser der Engelkarten und die sind ja immer in zwei Stapel aufgeteilt. Da gibt es also einmal eine Ursachenkarte und einmal eine Energiekarte. Das heißt, was blockiert dich in dieser Woche? Und die Energiekarte sagt dir, wie kannst du das auflösen? Auch ganz magische Energiekarten, mit denen du super gut arbeiten kannst, auch mit Energiekreisen, ja, oder Energiewasser. Und da habe ich dieses Mal diese Karten für euch gezogen. Und hier geht es nämlich auch nochmal um alte Glaubensmuster. Und die Energiekarte ist Reinigung deines Prana-Kanals. Ja, also du darfst hier auch nochmal deine Energie reinigen. Vielleicht hast du da auch Fremdenergien aufgenommen. Guck da mal. Ich habe ja diese wunderschöne Meditation auch auf meinem YouTube-Kanal. Generell ist die energetische Reinigung unserer Aura, unseres Aurafeldes ganz, ganz wichtig. Und da darfst du nochmal genauer hinschauen. Ja, das kannst du über eine Meditation machen mit den Engeln. Ja, wenn wir nachher energetisch arbeiten mit den 12 Erzengeln, kannst du zum Beispiel auch darum bitten, dass deine Aura gereinigt wird und du wieder neu aufgefüllt wirst und Fremdenergien aus deinem Feld verschwinden. Ja, also dein ganzer Prana-Kanal gereinigt wird.
Weil wenn wir Phasen haben, wo es uns nicht so gut geht und wir viel mit Menschen zusammen sind, kann es schon mal auch sein, dass wir fremde Energien aufnehmen, die uns dann auch ja, wie Energieräuber praktisch auch wirken. Uns, ja, das fühlt man über so eine Schwäche, Müdigkeit, all das kann sein. Es ist hier so ein bisschen angezeigt als Ursache. Und die alten Glaubensmuster, die zeigen sich eben auch nochmal. Das hatten wir ja schon mit der ersten Karte, ne? Diese Einzigartigkeit. Ich bin nicht gut genug, könnte zum Beispiel auch so ein altes Glaubensmuster sein. Und schreib dir auch in dieser Woche in dein Tagebuch so stichwortartig auf, was dir da so begegnet an negativen Gedanken. Ja, oftmals denken wir so, so viel negativ und merken das gar nicht. Also schreib dir das ruhig auch mal auf und formulierst dann natürlich auch gleich wieder um in was Positives. Aber es ist für dich ganz wichtig, dass du deine Gedanken in dieser Woche beobachtest und die auf jeden Fall auch veränderst, wenn die sehr, sehr negativ sind. Ja, weil das fängt immer alles bei uns selber an mit den Gedanken. Was erzählst du dir den ganzen Tag? Also da darfst du so ein bisschen wachsamer werden wieder. Dann habe ich eine Karte gezogen, die verlinke ich euch auch alle unten drunter, welches Krafttier dich begleitet. Ich liebe immer die Krafttiere, die uns auch begleiten, also die Natur. Guck mal, das passt zum Feuer da hinten. Und das ist der Eisvogel, ja. Frieden, Wohlstand, Jupiter, fruchtbare Ernte, Glück, ja. Und auch hier unten steht nochmal das neue Willkommen heißen, großes Wissen und Bewusstheit für die Dinge und ein offener Geist. Ja, also es geht hier auch in der Woche um dein Bewusstsein und auch hier das neue Willkommen heißen. Ne? Das passt auch wieder so gut, ja, zu den Themen. Es kommen neue Dinge zu dir und bei dem einen oder anderen wird es im anderen Lebensbereich sein. Du weißt genau, wo bei dir in dieser Woche die neuen Dinge auf dich zukommen. Und egal, ob das im beruflichen ist oder im privaten Bereich, heiße das wirklich willkommen, ja, und es ist wirklich auch so eine fruchtbare Ernte, also das wird eine gute Woche für dich werden, dass da vielleicht auch Dinge passieren, die du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattest, etwas, worauf du längere Zeit gewartet hast, was auch zum Beispiel mit Finanzen zu tun haben kann, das kann sich in dieser Woche ja, lösen. Ja, vielleicht bekommst du Geld noch von jemandem, dann kann es sein, dass du das in dieser Woche bekommst. Oder aber du bekommst Geld auf eine andere Art und Weise, ja, die du vielleicht jetzt so gar nicht so weißt. Das kriege ich hier noch so zu der Karte durch. Und öffne deinen Geist, deine Bewusstsein für andere Dinge. Also sieh auch mal die Dinge anders, wie du es bisher getan hast. Ja, du bist in einem Thema hier sehr, sehr verbissen und da raten dir die Engel wirklich so, ja, deinen Geist mal so ein bisschen zu öffnen und vielleicht dir auch mal eine andere Sichtweise zu erlauben. Na, weil oftmals sind wir das ja selber, die uns da Negatives einreden und nur wir selber können uns da auch wieder rauswinden, ja. Du hast übrigens hier auch auf der Seite, bei dir steht die Neumondpyramide, auf der anderen Seite ist die Vollmondpyramide und das steht auch nochmal, ne, für Neubeginne, ne? Die steht ja immer für alles, was neu ist, das passt auch wunderbar zu dem Eisvogel und ja, da kommen neue Sichtweisen, neue Situationen und neue Projekte und alles, was dir so angeboten wird, was du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest. Also lass dich da mal drauf ein und sag nicht gleich, ja, ja, das wird eh nichts. Und das, also red es nicht gleich schlecht, red es nicht gleich negativ, sondern versuch mal anders damit umzugehen, weil das alles auch Sachen sind, die dir geschickt werden vom Universum, um dich jetzt auf eine neue Stufe zu bringen. Und auch damit du siehst, na, eben diese Einzigartigkeit, diese Wertigkeit, dass du wertvoll bist, dass du die Dinge ändern kannst und dass es eben immer an dir persönlich liegt und an niemanden sonst. Ja? Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, und dann habe ich noch eine von diesen wunderschönen Karten gezogen, sind alle unten verlinkt. Du hast den Weg aus den Augen verloren, doch für dich leuchtet immer ein Licht. Ja, und die Karte bestätigt dir das auch nochmal, ne? Vielleicht weißt du gerade den Weg nicht so richtig. Und manchmal haben wir Phasen, wo wir den Weg nicht genau kennen
Und jetzt wird er aber wieder sichtbarer in dieser Woche, auch vom Außen. Du wirst diese Zeichen vom Außen erhalten und nimm die wirklich auch an. Das ist nochmal so ein Hinweis. Und dieses, du hast den Weg aus den Augen verloren, ist auch nochmal, stell dir oder beantworte dir die Fragen, was sind meine nächsten Ziele? Wenn du merkst, okay, ich habe meine Ziele so ein bisschen aus den Augen verloren, ist es auch wichtig, dass du dir die wieder vornimmst, dass du es dir aufschreibst. Ja, wir haben ja jetzt auch, ich habe die Halbjahresreadings, kannst du übrigens auch noch buchen bis zum 30.06. Sehr, sehr wertvoll. Da gibt es diesmal auch noch eine Stunde Yoga-Video und das Yoga-Video dient auch gleichzeitig als Energieübertragung, also vielfach zu nutzen. Und natürlich schauen wir da auch in 6 Monate rein. Und da passiert auch einiges. Ja, das ist das Kartenreading, aber auch nochmal, ich muss hier gerade mal diesen Chip hier wegnehmen. Das Kartenreading dient auch nochmal für dich, natürlich in jeden Monat reinzuschauen. Und ja, da geht es eben auch nochmal um diesen Weg, ne? Wenn du den Weg außer Augen verloren hast. Und es geht immer darum, dass wir wissen, was ist mein Ziel? Dann hast du auch viel mehr Energie und wirst nicht wie von der Energie so ein Blatt im Wind, ja, sondern du hast dein Ziel. Es ist wirklich wichtig, dein Ziel zu haben, auch für unser Selbstwertgefühl, ne? Für deine Einzigartigkeit, ja. Dieses Ziel hast vielleicht nur du und nur du kannst das auch so umsetzen, ja. Und wenn du Themen hast, auch mit finanziellen Bereich und Selbstständigkeit, dann setz das um, bring deine Einzigartigkeit nach außen. Ja, es gibt Leute, die genau darauf warten, auf dich und deine Einzigartigkeit, deine Produkte vielleicht, deine Dienstleistung, die du anbietest. Also versuch da wirklich noch mehr aus dir rauszukommen und deine Power wieder zu entfachen. Ja. Und ja, wenn du noch nicht dabei bist, ich kann es wirklich immer nur wieder sagen, komm in den Metatron-Kreis, der wird einiges verändern bei allen. Ja. Ja, lieben Dank für dein Vertrauen. Wie gesagt, bleib dran, wenn du die Energiearbeit nachher noch mitmachen möchtest und ich wünsche dir eine super schöne Woche. Kommen wir jetzt zur rechten Seite. Wenn du das Chakrenarmband gewählt hast, dann sind das jetzt deine Karten und wir starten hier auch wieder rein mit Heilung der Engel und gucken uns das mal an. Oh ja, und bei dir zeigt sich die Dankbarkeit. Ja, also sei dankbar für alles, was du hast. Vielleicht hast du gerade so eine Phase, wo du das nicht sein kannst. Nimm dir jeden Morgen und jeden Abend Zeit, um jeweils 3 Dinge aufzuzählen, wofür du dankbar bist. Ja, das ist das berühmte Dankbarkeitstagebuch. Ja, das kannst du schriftlich machen. Das finde ich natürlich noch wirkungsvoller, als wenn man die nur aufzählt, weil man dann später auch noch mal reingucken kann. Und wofür du dankbar bist, ja, fühle sie in deinem Herzen. Und die Engel der Dankbarkeit führen dich heute und erfüllen dich mit Dankbarkeit. Und wenn du natürlich merkst, dass du eine Phase hast, wo du nicht so dankbar bist, dann sei es wieder, ja, wenn du vielleicht unzufrieden bist, gerade in deinem Leben, dann schreib dir auch mal auf, was habe ich denn alles in meinem Leben, wofür ich dankbar sein kann. Und dann werdet ihr oder wirst du merken, dass du da sehr viel mehr Sachen in deinem Leben hast, für die du dankbar bist. Und manchmal vergessen wir das, ja, oder schätzen das nicht so. Ja, alleine schon jeden Morgen aufzuwachen, gesund zu sein, ne, das ist auch schon so. Wir nehmen viele Dinge als selbstverständlich hin und die sind aber nicht selbstverständlich. Ja, dank dir für deinen Körper, dass der jeden Tag funktioniert, ja, dass du Sport machen kannst, dass du laufen kannst, dass du gesund bist. Und das ist wirklich ganz oft so, dass wir viele, viele Gedanken damit verbringen, einfach unzufrieden zu sein und dabei einfach vergessen, was wir alles haben. Also wenn du gerade so eine Phase hast, dann schreib dir mal wieder auf, was du alles hast, wofür du dankbar bist. Ja? Und vor allem auch für die nicht materiellen Sachen. Ne? Natürlich darf man auch dankbar sein für materielle Sachen, aber wer bist du, wenn du auch die materiellen Sachen nicht hast? Ja, darum geht es eben auch, das zu erkennen und da auch trotzdem zufrieden zu sein, dankbar zu sein, demütig zu sein mit all dem, was in dir ist, ohne irgendwelche Hilfsmittel von außen, sage ich mal. Ja, und bei euch gucken wir jetzt auch noch mal rein in die Blockadenlöserkarten. Was ist die Ursache? Also was blockiert dich in dieser Woche und wie kannst du es auflösen?
Und hier zeigen sich auch nochmal die Finanzen auf der anderen Seite. Ja, wir hatten das ja da drüben auch schon so ein bisschen, das Thema, ne, mit Fülle und Reichtum über die Kette. Und ihr seht, es betrifft im Moment mit den Finanzen wirklich alle, ne, so ein bisschen auf jeder auf seine Art und Weise. Und achte da auch, da gilt für euch wirklich das, was ich auf der anderen Seite auch schon gesagt habe. Ne? Es macht durchaus auch Sinn, sich immer beide Seiten anzuhören. Weiß ich nicht, ob du das machst oder ob du dann vorspulst. Also wenn du jetzt vorgespult hast, dann spul nochmal zurück und hör dir das auch an, was ich auf der linken Seite gesagt habe für Fülle und Reichtum. Und bei dir ist der Chakrenausgleich angezeigt. Ja, da kannst du auch dann, also die Erzengel, wenn wir die Energieübertragung machen, wirkt das auch sich sehr positiv auf deine Chakren aus. Die sollte man natürlich auch immer ausgleichen, damit das Energiefeld, ja, die Energien gut verteilen kann. Und wenn nicht, kannst du auch gerne auf dem YouTube-Kanal schauen. Da sind auch Chakrenausgleich ist da auch mit dabei. Mit Engelenergie, mit Regi-Energien. Also guck dich da gerne mal in der Playlist um für die Energiearbeit und nutz einfach mal wieder den Chakrenausgleich für dich oder mach einfach die Energiearbeit nachher mit. Wie gesagt, das wirkt sich auch positiv auf deine Chakren aus. Du hast hier die Vollmondpyramide, das heißt, es geht auch bei euch und bei dir vor allem um das Loslassen in dieser Woche. Was darfst du loslassen? Vielleicht darfst du Menschen loslassen, Situationen loslassen. Das heißt aber auch, loslassen heißt ja immer auch, die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Vielleicht hast du gerade eine Situation, wo du es nicht kannst. Und üb dich in dieser Woche darin, diese Situation, die du gerade hast, einfach zu akzeptieren. Ja, nimm die einfach an, so schwer, wie sich das auch anfühlt. Und dann wirst du auch schon merken, es wird wieder leichter. Ja, du hast hier auch Gabriel liegen und Aquariel. Ja, also Wasserenergie tut dir gut. Viel Wasser, viel Klarheit kommt rein. Transformation findet hier bei euch sehr stark statt. Und Metatron steht auch hier im Übrigen. Ja, vielleicht bist du auch dabei beim Energiekreis. Da geht es auch wieder um Führung, ne? Um eine Richtung. Guck mal, wie das bei dir passt. Dann haben wir noch ein Krafttier und das ist der Feuersalamander für euch. Ein ganz faszinierendes Tier, wie ich so finde. Tiefes Vertrauen, Traumzeit der Seele, Heilung beginnt, Regeneration, inneres Feuer, Verstand und Gefühle in Einklang bringen. Also es kann durchaus sein, dass du jetzt auch noch mal ja, so eine Liebesthematik auch hast, ja, Verstand und Gefühl in Einklang bringen in dieser Woche. Aber es geht auch darum, dieses tiefere Vertrauen, ne? Es kann auch ein Vertrauensthema in Beziehungen sein, was jetzt nochmal klarer wird. Und was ich vor allem auch ganz schön finde, nutze diese Woche für Regeneration, also tu auch was für deine Regeneration und frag dich da immer wieder, was brauche ich, also was braucht meine Seele, was braucht mein Körper, was braucht mein Geist gerade, um zu regenerieren. Generell, wenn diese Karte sich zeigt, hast du vielleicht zu viel gemacht, bist zu viel im Außen, bist zu viel abgelenkt mit anderen Dingen und zu wenig bei dir selber. Guck mal, was dir da gut tut. Ja, vielleicht ist das Yoga, vielleicht ist es Meditation, vielleicht machst du selber auch spirituelle Arbeit, ja, Energiearbeit, Reiki. Das ist natürlich alles super gut und das auch eben immer in einer Regelmäßigkeit anzuwenden, um dann wirklich auch so ein Ergebnis zu erzielen. Ja, oftmals ist es so, dass man dann denkt, ja, ich mache das jetzt einmal, ich meditiere einmal, mache einmal Yoga. Dann passiert natürlich nicht viel. Ne? Es geht wirklich auch darum, was kannst du tun, um auch in dieser Regeneration drin zu bleiben, dran zu bleiben, was natürlich auch immer wieder Kraft erfordert und auch eine Disziplin. Ja, und guck mal, wie es hier in dieser Woche mit deiner Disziplin steht. Ne? Zum Beispiel auch vielleicht bist du beim Fitnessstudio angemeldet und warst da schon Ewigkeiten nicht mehr. Ja, dann ist das zum Beispiel auch so ein Zeichen jetzt, geh da mal wieder hin, ja, damit du in diese regelmäßige Regeneration deines Körpers kommst. Ja. Und diese Woche gibt es auch wieder ein Yoga-Video von mir. Letzte Woche habe ich einmal ausgesetzt, da hatten wir ja den Feiertag, da habe ich es nicht mehr geschafft. Da kannst du auch mal gucken auf dem Yoga-Kanal, der ist ja auch relativ neu. Da kommt in der Regel jeden Sonntag ein Video, ein kurzes, damit du auch öfter Yoga praktizierst, ne? Auch für kürzere Zeit. Ja, weil das finde ich immer ganz wichtig, dass wir zum Beispiel auch sagen, ich mache jetzt, wenn du am Tag nur 15 Minuten machst,
egal ob jetzt Yoga oder Meditation, trotzdem hast du diese 15 Minuten gemacht und es ist besser, als eben gar nichts zu machen. Ne? Und darauf kommt es eben auch an, darüber auch eine Regelmäßigkeit dann zu finden. Ja, und dann haben wir noch die letzte Karte und da steht, wer behauptet, dass du etwas nicht schaffen kannst, hat keine Ahnung. Ja? Erkenne, dass alles immer möglich ist. Ja, was für eine schöne Botschaft. Und im schlechtesten Fall bist du dieser jemand, ne, der dir das einredet, ja, dass du etwas nicht schaffen kannst. Ne? Vielleicht hast du da gerade so Anwandlungen in dir, dass du sagst, boah, ich schaffe das sowieso nicht. Und da ist nochmal wirklich so die Botschaft von der geistigen Welt. Ne? Das ist alles nur in deinem Kopf und im Endeffekt ist es ja auch so. Ne? Wenn man etwas möchte, dann kann alles funktionieren, was man sich vornimmt. Und vielleicht hast du auch schon über längere Zeit jetzt ein Projekt gehabt, wo du merkst, du kommst da nicht weiter oder du gerätst da in Stocken, machst da nicht weiter, guck mal, was das bei dir ist. Und dann nimm das in dieser Woche mal wieder auf und erledige da mal wieder was für dieses Projekt in der Woche. Da, wirst du auch merken, da bekommst du Unterstützung. Ne, hier, Metatron wird dich vielleicht da auch treiben, das dann wirklich zu erledigen, wenn es jetzt etwas ist, was längere Zeit schon nicht ja, funktioniert hat oder wo du träge geworden bist. Und nimm in dieser Woche wirklich dieses Projekt mal wieder auf. Das finde ich auch ganz witzig. Und was mir gerade noch auffällt, ne, du hast ja auch das Chakrenarmband und der Chakrenausgleich zeigt sich ja so witzig. Ne? Vielleicht hast du auch das Armband, dann zieh es in der Woche unbedingt an. Ja, das unterstützt dich dann natürlich auch. Und ja, generell lass dich da nicht beirren. Also auch vom Außen. Ne? Geh da deinen Weg weiter und steh da auch zu dir und deiner Meinung. Ja, wunderbare Energien. Ihr seht, es hängt so ein bisschen an den Finanzen und achtet da so ein bisschen drauf. Geben und nehmen, Einnahmen und Ausgaben in der kommenden Woche. Und ja, ich würde sagen, kommen wir zur Energiearbeit und alle 12 Erzengel stehen hier, die werden uns unterstützen. Wenn du diese Steine hast, ja, ich habe nur noch ein ganz paar, ich glaube 3 oder 4 Stück, da sind auch die Kupferständer dabei. Dann kannst du dir auch den Kreis natürlich nochmal in der Woche legen. Die haben sich jetzt wirklich sehr präsent gezeigt. Dann kannst du die einfach in den Kreis stellen. Und es gibt ja auch die Unterlage von mir, ne, wo wir so einen schönen Schutzkreis auch legen können. Den haben mir die Engel auch gegeben. Und da gibt es auch so eine Unterlage. Ich verlinke euch das einfach auch mal. Dann kannst du dir den natürlich auch legen lassen für die ganze Woche für dich. Ja? Kannst du ein Foto von dir in die Mitte legen oder einfach deinen Namen auch auf den Zettel schreiben und vielleicht auch dein Thema. Und wir starten jetzt mal mit der Energieübertragung und entspann dich einfach. Du kannst dich auch hinlegen, hinsetzen. Ja? Bring deine Füße zum Boden, wenn du sitzt und schließ hier mal deine Augen. Und komm mal in so eine Entspannung rein und scan mal deinen Körper ab, wie du dich gerade fühlst. Wo ist vielleicht noch eine Anspannung? Dann bring mal deinen Atem zu dieser Anspannung und spüre, wie jetzt die Energien von all den 12 Erzengeln zu dir fließen. Und sie unterstützen dich in deinem aktuellen Thema. Und du kannst jetzt auch dein Thema in deinen Kopf holen und die Erzengel bitten, dass sie alle Energien dorthin fließen lassen. Und vielleicht spürst du das körperlich. Aber vielleicht spürst du es auch auf eine andere Art und Weise, die Energien jetzt, was die für dich tun und für deine Situation. Und vielleicht fühlt sich das warm an und vielleicht so ein Kribbeln. Jeder nimmt die Energien anders wahr und lass das einfach so geschehen, wie es gerade ist und hinterfrage nicht. Und wisse einfach, dass du für die gesamte Woche die energetische Unterstützung hast. Und haben wirst.
Und dann lade dich nochmal ganz bewusst auf mit der Energie. Nimm die Energien der 12 Erzengel über jede deiner Zellen auf und spüre ihr weiß-goldenes Licht in jede deiner Zellen. Zieh das Licht wirklich zu dir. Spüre, wie dadurch auch die Dunkelheit in dir verschwindet, niedrig schwingende Energien. Und du von innen heraus immer mehr zu leuchten beginnst. Nimm dich wahr als weiß-gold leuchtendes Wesen. Und wie dieses Licht aus dir heraus in den ganzen Raum strömt und andere ansteckt, auch zu strahlen wie du. Und spür, wie sich das Licht immer mehr ausdehnt und alles weit und entspannter wird. Und dann nimm noch einen tiefen Atemzug und halt dann kurz die Luft an und atme wieder über den Mund aus. Öffne langsam wieder deine Augen und spür die Entspannung. Ja, wunderbar, ganz schöne Energie. Und ja, ich hoffe, du hast die nötigen Informationen für die nächste Woche. Abonniere gerne den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Teil das Video mit allen, die auch diese Energien gebrauchen können. Ja? Und melde dich gerne bei mir, schreib mir gerne auch einen Kommentar, freue ich mich sehr, sehr drüber. Und melde dich auch zum Beispiel, wenn du online in meinem Yogakurs teilnehmen möchtest. Am Dienstag ist das möglich, da kannst du mitmachen. Dienstagabend von 18 bis 19.30 Uhr kannst du online auch mitmachen. Dann schreib mir gerne eine E-Mail. Ja, ich wünsche dir eine super schöne Zeit und bis bald. Mua. Tschüss.